Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Alex. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht. Ich bin's. Und freue mich, dass ihr wieder alle bei mir seid. Würde mich auch freuen auf neue Abonnenten, also abonniert den Kanal. Und neues Jahr, neues Glück. Und zwar haben wir wieder ein Unboxing von der Firma, Moment, die Gusta Box. Die Gusta Box, ja, was ist das jetzt? Das ist eine. Steht auch hier vorne drauf, glaube ich. Ja. Ist eine Firma, da kann man sich Lebensmittel bestellen. Und das sind dann jetzt nicht normale Lebensmittel, wie man sie kennt, sondern neue Produkte, also neue Geschmacksrichtungen etc. pp. So, was genau hier drin ist, sehen wir nach dem Trailer. So, dann schauen wir mal, was in dem Karton drin ist. Ich stelle den jetzt mal kurz auf den Boden. Relativ schwer. Ne? So. So, womit fangen wir an? Als erstes ein Tee mit Granatapfel. Ja, halt Tee. Aber wie man schon sieht, neu. Das heißt, es mag wohl irgendeine neue Geschmacksrichtung sein. Gehen wir direkt zu dem nächsten Produkt. Ah, übrigens, das ist jetzt die November-Box. Die Dezember-Box kommt im nächsten Video. Und zwar haben wir hier Kokos-Rapsöl. Ja. Kokos mit Öl in Verbindung ist mal was Neues. Aber übrigens, für die neuen Zuschauer, bevor ich euch die alles zustelle, hier ist mein Terminplaner. Heißt am 12. Ersten, also 1.12. gibt es das nächste Video. Also wird es online gestellt. So. So, jetzt kommt was für den Papa. Bitburger Winterbock. Also hochprozentiges Bier, 7,0%. Kann man probieren. Also relativ viel Getränke, wie man schon sieht. Dann haben wir Aquarius, erfrischend mit Zing und Zitrone. Ist auch ganz okay. So. Und was haben wir hier noch mal zu trinken? Ja, was ist denn das hier? Solazza. Bio, was hat jetzt? Früchte, Gewürze. Ja, genau, ist ein Rotwein. Ein ganz kleines Fläschchen Rotwein. Auch ganz cool. So, und jetzt kommen wir zu einem Produkt von Vasa. Ja, das kriegt man, glaube ich, auch beim Penny oder so. Einfach so das dünne Kneckenbrot. Kennt man ja. Aber wie man sieht, schon relativ viel drin. Ne? So, was haben wir hier? Gemüsebrühe, also Gemüsebouillon mit Thymian und Petersilie. So, haben wir hier KitKat, Bratapfel-Zimt-Geschmack. Das ist natürlich auch was Neues, habe ich so im Laden auch noch nicht gesehen. Ja, vielleicht schmeckt das ja ganz gut. So, dann gibt es hier Chips. Ja, das wird noch nicht mein Fall sein, weil ich keinen Wasabi mag. Aber wie gesagt, das ist ja ein neues Produkt, Wasabi-Chips. Ja. Das Zeug wird mit Sicherheit sehr scharf sein. Ich glaube, ich probiere es mal für euch. Im schlimmsten Fall muss meine Frau das essen. Ach, riecht nach nichts. Ja, wasabi-mäßig scharf. Mama mia. Ne, das ist absolut mein Fall. Aber es gibt wahrscheinlich Leute, die es mögen. Ich bin's nicht. So, dann haben wir ein paar Hustenbonbon, Süßkirsche. Hustenbonbon. Auch ganz cool.
Kaffee des Jahres von Medita. Hätten wir noch dabei. In Pulverform, 100 Gramm. Auch gut. So, und jetzt zu den letzten zwei Produkten. Ja. Also direkt beide in die Kamera. Zwei Schachtel Pralinen. Ja, ist auch ganz nice. Ja. Wenn ihr wollt, wie gesagt, geht auf die Seite von, was habe ich gesagt, wie heißt die Firma jetzt? Die Gusto Box. Da könnt ihr dann auch so was bestellen. Da bekommt ihr jeden Monat dann so eine Überraschungskiste mit verschiedenen Produkten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen rauf, abonniert den Kanal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.